Hallo und herzlich willkommen. Wir steigen ein in die Welt vom Kriegshammer und schauen uns Realms of Ruin an. Und also ich glaube, der volle Titel ist Age of Sigma. Realms of Ruin ist ein Echtzeitstrategiespiel und genau, das schauen wir uns an. So, mal vorab ein Disclaimer, gefährliches Halbwissen. Ich bin nicht so richtig in dieser Tabletop-Welt unterwegs. Ich kenne halt Warhammer und Warhammer 40k auch überwiegend über den PC. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist dieses Age of Sigma wohl das neue Regelwerk von... Wie heißen sie denn? Ich habe vergessen, wie sie heißen. Wer macht denn hier Warhammer? Ah... Ist ja auch egal. Es gibt auf jeden Fall ein neues Regelwerk, das heißt Age of Sigma. Das ist, glaube ich, nicht so richtig gefeiert worden und deswegen gibt es auch das alte Regelwerk noch. Und was ich so mitbekommen habe, ist, dieses neue Regelwerk Age of Sigma geht weg von diesen großen Armeeverbänden hin zu eher kleineren Armeeverbänden. Und das spiegelt sich wohl auch in diesem Spiel hier wieder. Ich habe gelesen, dass es Controller-Unterstützung gibt, deswegen bin ich gerade so ein bisschen irritiert an meinem Controller am Rumspielen. Jetzt funktioniert es auch. Guckt euch das mal an. Gut, ihr wisst, ich probiere das immer gerne aus, wie sich das mit dem Controller anfühlt, auch wenn ich diese Spiele am liebsten mit Maustastatur spiele, weil es sich für mich einfach irgendwie so ein bisschen richtiger anfühlt. Aber wenn man, ich erzähle es dann immer wieder, wenn man auf dem Sofa sitzt und auf dem großen Bildschirm spielt, dann hat man halt einen Controller. Bei der Gelegenheit, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ist jetzt eine super Gelegenheit, das nachzuholen. Ich glaube, da irgendwo könnt ihr abonnieren oder halt da unten irgendwo abonnieren. Macht ihr mir eine riesige Freude. Gut, so, ich habe ein bisschen angefangen, die Kampagne schon einmal zu spielen und wir machen da jetzt einfach mal mittendrin weiter. Ich habe es dann irgendwann wieder so ein bisschen zur Seite gelegt. Nicht, weil ich keinen Spaß damit hatte, sondern weil es einfach andere Spiele gab, die ich gerne spielen wollte. Und dann habe ich mir quasi für später aufgehoben. So, die Tiefen. Da sieht man also hier unser Grüppchen. Also die Zwischensequenzen sind auch schon mal sehr opulent gemacht. Nur Uruks nennen dies zu Hause. Diesen Dreck. Gur wächst. Deutsch. Die mystische Macht der Wildnis. Vertonung. Hätte ich dies auch gut. Erkannt, wäre der Sumpf vielleicht nicht so tief geworden. Es ist mehr als das. Kommandant, der Gestank des Todes liegt über diesem Ort. Nicht nur durch die Orks. Alles ereilt der Tod. Irgendwann. Also wenn meine Stimme ein bisschen belegt ist und ein bisschen am Rumschniefen bin, ich habe eine Erkältung eingefangen. Hier lang. Daher nicht wundern. Immer wieder. Bis Schmerz und Mitgefühl verloren sind. So, ich glaube zur Einordnung, ich meine, ich hätte das erste Level gespielt. Das müsste jetzt das zweite sein. Ich weiß gar nicht, ob ich es gerade bei der Zwischensequenz gesehen habe, was mir da echt gut gefiel. Habt ihr gesehen, wie die Rüstung sich tatsächlich getrennt voneinander bewegt hat? Also sein Bauchpanzer und der Brustpanzer, die sind da nicht so zusammengewabert, sondern die haben sich wirklich so bewegt wie eine Rüstung. So, jetzt habe ich einen Controller weggelegt. Warum eigentlich? Weil ich instinktiv zur Maustastatur greifen wollte.
So, was haben wir denn hier? Hast du etwas vergessen? Nö, keine Ahnung. Wenn du vergessen hast, wie etwas in Warhammer Age of Sigmar genau funktioniert, kannst du jederzeit auf das Kriegsbuch zurückgreifen, um mehr Informationen über Spielmechanik und Fraktionen zu erhalten. Pausenmenü zuzuhören und wähle das Kriegsbuch. Okay. Da machen wir das doch gerade mal, oder? Dann gucken wir doch direkt mal in das Kriegsbuch rein. Das finde ich immer gut, wenn man sowas hat, dass man so nach, wenn man zurückkehrt nach einer Ewigkeit, dass man dann einfach nochmal hier reingucken kann. Oder wenn man natürlich seine Steuerung ändert von Maustastatur auf Gamepad, dass man dann hier einfach mal gucken kann, wie war das denn eigentlich, ne? Finde ich schon mal sehr gut. Okay. Jetzt gucken wir uns hier einfach mal um, wie es hier aussieht. Also grafisch finde ich, sieht das natürlich schon auch irgendwo ziemlich geil aus. Was uns hier OneShot Development präsentiert. Und jetzt muss ich überlegen, was hier eigentlich Sache ist. Ich muss wahrscheinlich hier so diese Kontrollpunkte irgendwie erobern. Erforsche das Gebiet, finde die vermissten Späher, erfülle alle Hauptziele. So, wie mache ich jetzt, wie markiere ich jetzt mehrere Einheiten mit dem Controller? Kann ich das mit der Maus? Mit der Maus mache ich das so. Wie mache ich das mit dem Controller? Mache ich das jetzt hier? Wir stehen euch zur Verfügung. Also hier kann ich die anscheinend irgendwo hinbewegen. Dachte ich eigentlich. Liberatoren warten auf Befehle. Ha. Unsere Hämmer sind bereit. Ah, mit X laufen sie. Für Sigmas Ruhm. Ist echt cool eigentlich. Man muss aber echt nochmal reingucken, wie das eigentlich mit dem Controller jetzt funktioniert. Also mit der Maustastatur hat man es halt einfach durch zahlreiche Spiele dieser Art so ein bisschen im Blut, hätte ich beinahe gesagt, dass man weiß, wie sowas funktioniert. Mehr gewählt ein A und dann das Steuerkreuz erstellt, dann drücke und so weiter. Okay, das geht also auch. Ich habe diese Mehrfachauswahl jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig verinnerlicht, wie das funktioniert. Muss man sich wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen mal mit auseinandersetzen, wie das so funktioniert mit dieser Mehrfachauswahl, ne? Ich brich gleich das komplette Chaos aus hier. Jetzt habe ich das hier ausgewählt. Mal gucken, Sturmangriff ist RT, Rückzug ist LT und A, zornige Vergeltung ist LB. Okay, da kann ich dann halt solche Dinge machen. Aber wie kann ich jetzt mehrere Einheiten auswählen? Hier. Ein Bataillon erstellen. Sigmar ruft mich. Dieses Banner ist mein. Das geht aber jetzt auch nicht so richtig, oder? Wir sind der Hammer. Jetzt habe ich die ausgewählt. Jetzt will ich die aber auch hier oben auch auswählen. Liberatoren bereit für Befehle. Falls ihr das hört, im Hintergrund der Nachbar ist mit der Kettensäge unterwegs. Aber auch das soll uns mal nicht wirklich stören. Mehr Ehre zu erringen. Ja, also ich würde mal der Gamepad-Steuerung erstmal positives Feedback geben. Ich glaube, man kann alles damit steuern, auch wenn ich es nicht beherrsche. Aber ich glaube, so was ich gelesen habe, scheint das irgendwie einigermaßen gut zu funktionieren. Aber ich komme damit nicht zurecht, weil ich da vielleicht einfach zu doof zu bin. Mit der Maus macht man das so und dann hat man alle irgendwie hier markiert. Dann lässt man die laufen, ja, dann. Schön ist halt, hier wird auch alles angezeigt, ja, was man hier so macht, ne. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier einfach mit Steuerung 1, kann ich jetzt hier mein Bataillon erstellen. So, jetzt wollen wir aber doch einfach mal hier spielen, ne. Ich rate zur Vorsicht. Das Reich selbst greift nach euch. Haltet euch von den Wassern fern. Wie drehe ich denn die Karte? Mit der mittleren Maustaste drehe ich die Karte. Sowas geht jetzt, das hätte ich jetzt so instinktiv mit Q und E erwartet. Aber Q ist was anderes, ne? Das finde ich dann immer so ein bisschen schade.
Aber mit der Maustaste geht es eigentlich auch ganz gut. Ran- und rauszoomen kann ich auch. Es ist Zeit zu gehen. Ich will immer die Karte drehen, ne? Das ist... So. Was haben wir denn hier? Da ist doch irgendwie so ein... Irgendwas liegt da doch rum. Dies ist nicht der richtige Ort. Bei Azir, unser Sturmdrache. Wenn ich gewusst hätte... Keine Zeit, die Gefallenen zu betrauern, Sigrun. Seht, mehr Orks. So, die greifen auch gerne schon mal automatisch an. Und jetzt geht's hier mal rein ins Getümmel, oder? Gucken wir mal hier so. Also grafisch finde ich es schon cool. Dieser Ort wird einen guten Sammelpunkt abgeben. Von hier aus können wir nach unseren vermissten Truppen suchen. Okay. Sichert das Gebiet. Wie sichere ich das Gebiet jetzt? Wahrscheinlich, indem ich einfach hier rumstehe, oder? Ah, jetzt habe ich hier so eine... einen Punkt erobert, sozusagen. Blöde Sturmgitz! Ihr glaubt, ihr seid hart genug, hier zu marschieren? Das gibt Gemosche! Genau, Gemosche. Ich zeige euch Sigmas Zorn! Aiden, halt! Ohne Jäger der Vorhut, die die Flanken schützen, sind wir geliefert, wenn dieser Sammelpunkt erobert wird. Bataillone versammeln. Ich sichere diesen Pfad. So, Rekrutierungskosten. Jetzt kann ich also hier mal so Leute rekrutieren. Drücke G, um das eine... Neue kostet Führung und Armeekosten. Diese Kosten sind abhängig vom beschworenen Einheitentyp. Reich Stein wird zum Kauf von Aufwertung bestimmten Einheiten verwendet. Okay. Hebe mit Blub eine Einheit dafür und um die Warteschlange hinzuzufügen. Okay. Brauchen Zeit, bis sie beschworen werden. Unterscheiden. Also man sieht, es gibt auch in den ersten Missionen immer hier so ein Tutorial, was einen langsam heranführt an die ganzen Geschichten. Das heißt, ich kann jetzt hier mit G, war das, diese Beschwörungsgeschichte öffnen. Da habe ich meine verschiedenen Einheiten, die ich hier in die Warteschlange stellen kann. Wo sehe ich denn, was die jetzt kosten? Ich sehe hier, was die kosten. Genau hier unten sehe ich das. Und hier oben sehe ich, wie viel Führung ich quasi habe. Der kostet halt 160. Und ich habe natürlich hier die Armeegröße. 8 von 8. Mehr geht dann halt nicht. So. Dann machen wir jetzt erstmal hier kräftig, dass wir unsere Armeen hier ausbilden. Also hier auf den Musterungspunkt wollte ich doch eben auch klicken. Halt und verstärkt Verbündete in der Nähe. Greift Feinde in der Nähe an und enthüllt sie. Ja, sehr schön. Wo kommen die eigentlich hier? Die kommen hier irgendwo aus dem Nichts, ne? Ach, hier wird geheilt. Das ist das, was hier gerade passiert. So, wenn ich jetzt vergesslich wäre, woher wüsste ich jetzt, dass es G ist eigentlich? Hier oben sehe ich das. Das sind die Einheiten. Zack. Da sehe ich das. So, einen haben wir jetzt noch und dann sind wir durch, ne? So, Fernkampf-Feuerwinkel. Wenn du einen Fernkampf-Bewegungsbefehl teilst, dann drücke und halte rechte Maustaste, um die Richtung des Feuerwinkels der Einheit festzulegen. Um die Richtung zu bestätigen. Können nur in der Richtung angreifen, in die sie blicken. Sie können Feinde hinter sich nicht angreifen, können leicht flankiert werden. Vorsicht ist geboten, okay? So, kann ich auch per Doppelklick einfach alle hier auswählen? Also hier sieht man auch diesen Schusswinkel. Also sie müssen dann schon in die richtige Richtung gucken. Sonst wird es nichts. Aber ich meine, ich hätte doch zwei von den Burschen. Ruhm für Azir. Kann ich auch alle Einheiten von einer Art? Ich glaube, das habe ich gerade getan, ne? Mit Shift ging das. Wir sind Sigmas Sturm. Aber hier kann man doch einfach mal jetzt alles hier mal markieren. So ganz dumpf einfach hier so mal loslatschen. Der Feind hat uns beinahe. Oha, hier geht's aber jetzt ab hier, ne? So, dann Attacke. Ist dein Geschenk.
Wäre vielleicht auch ganz klug, wenn die sich so ein bisschen aufteilen würden. Wo sind denn hier meine Schützen-Heinis? Wir stehen euch zur Verfügung. Die hier machen irgendwie gerade gar nichts. Komm, helft bei den Kollegen hier. Also wie gesagt, tut mir leid, wenn ich ab und zu ein bisschen am Schnüffeln bin, aber das ist halt jetzt so. So, jetzt könnte man theoretisch natürlich jetzt einmal zurücklaufen und irgendwie seine Einheiten heilen. Man könnte aber auch hier lang laufen, was aber nicht geht, weil hier was im Weg ist. Wie komme ich denn jetzt hier durch? Kann ich hier mit den Typen da irgendwie gegenschießen oder so? Ich will immer hier diese Taste zum Drehen der Karte drücken. Irgendwie das... Da muss ich, glaube ich, mal irgendwann die Tastatureinstellung ändern, dass ich das halt drehen kann. Aber hier ist doch auch ein Weg, oder? Habe ich den übersehen? Hier ist doch ein Weg, dann gehen wir doch mal hier lang. Eine größere Überraschung bei den Glühknochen vor. Dann gehen wir doch mal hier vorbei. Ach, die gehen hier langsam, weil das irgend so ein Geklumpe ist hier auf dem Boden. Bisschen matschig, deswegen gehen die langsamer. So, wir heilen doch jetzt erstmal hier die ganzen Einheiten und dann geht's hier mal weiter, würde ich sagen. Das Heilen kostet auch offensichtlich nichts. Das ist einfach nur hier Zeit kostet's halt, ne? Also hier sehen wir irgendwie unsere Führungspunkte. Hier sehen wir den Weichstein. Hier sehen wir die Armeegröße. Wie kann ich die Armee vergrößern? Weiß ich noch nicht. Aufwertungen scheint es auch irgendwie zu geben, aber sowas immer noch nicht. Na gut. Also was ich gelesen habe, es gibt hier nicht dieses umfangreiche Basenbau-Ding, was man so machen kann, sondern ich kann an ausgewählten Punkten Gebäude errichten, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber vielleicht finden wir das jetzt auch noch raus. Wir haben Sigmas Feinde entdeckt. Ja, dann mach doch mal ein bisschen Gemosche hier. Sichern wir diese Arkanenleitung, dann hören die Hinterhalte auf. Ah ja, das ist doch schon mal gut zu wissen, wenn wir die sichern. Große Macht durchströmt. Hier sind auch irgendwelche fiesen Jäcke unterwegs. Ich finde das echt schön gemacht. Also wirklich. Das ist. Das war übrigens, das habt ihr gerade gesehen, hier an der Rüstung, dass sich so diese Platte hier anders bewegt wie diese Platte hier. Die hängen also quasi nicht zusammen, sondern die bewegen sich getrennt voneinander. Auch wenn die trotzdem so ein bisschen mehr wie Haut als Metall aussieht, aber. Feinheiten. So, hier wird jetzt wieder erobert, nehme ich an. Also erstmal wird dieser Punkt quasi dem Feind weggenommen und dann dem eigenen Machtbereich hinzugefügt. Das ist hier so dargestellt mit diesem Ding, was so nachlässt. Kann man das irgendwie beschleunigen, indem man die mehr da dran stellt oder so? Nee, eigentlich nicht. Wir können den Feind sehen. Ah, die kommen hier immer irgendwie aus diesen Gebäuden raus. Und dann hört es halt hier auch. Oh. Hier aber jetzt mal nicht meinen guten Zaubermann hier irgendwie platt machen. So, Gegner sind weg. Jetzt wird es wieder erobert.
Beste Verteidigung. Eine Bastion kann auf einer Arkanleitung gebaut werden. Wähle eine Leitung unter deiner Kontrolle und drücke R, um das Bastionsmenü zu öffnen. Der Bau von Bastionen kostet Ressourcen und bietet eine Vielzahl von Aufwendungen, darunter den Schutz der Arkanleitung von Feinden und sogar... Okay. Okay. So, das heißt, wir können hier bei den Aufwertungen gleich gucken. Können wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier warten, bis das auch uns gehört. Hier kommen auf jeden Fall schon mal keine Gegner mehr, weil das jetzt ein neutraler Punkt ist. Ah, und genauso funktioniert das bei mir. Verstehe. Das heißt, hier drüben kommen dann sozusagen meine Verstärkungen her. Das ist so ein Verstärkungspunkt, wo auch immer die herkommen. Ich hätte es ja cooler gefunden, wenn die aus diesem Zelt gekommen wären. Und nicht aus so einem Portal oder so. Hier unten sieht man dann auch so ein bisschen, was man hier eingenommen hat. So, ist jetzt irgendwas passiert? So, ich klicke auf eine arkane Leitung und jetzt soll ich hier das Aufwertungsmenü öffnen. Was haben wir denn jetzt hier? Außenposten Siphon, was? Erhöht den aus dieser arkanen Leitung gewonnenen Weichstein. Kosten 700, Aufwertung verfügbar. Was haben wir hier? Ätherschwingenhorst. Entfernt den Kriegsnebel in der Nähe, enthüllt getarnte Feinde in der Nähe. Kosten 600. Also hier kann ich anscheinend jetzt irgendwie entscheiden, was ich will, oder was? Wir machen mal hier das hier, oder? Wir bauen das Ding jetzt mal. Dauert 28 Sekunden. Also hier gibt es auch keine Bauarbeiter, die jetzt angelaufen kommen, um das Ding zusammen zu klöppeln. Das wird einfach hier errichtet. Ist ja auch in Ordnung, ist ja auch rein. So, würden die sich irgendwie jetzt irgendwie aus... Also in Form von Einheitenlimit wird erhöht. So, gleich ist es immer noch soweit. Hat sich jetzt so richtig nicht ausgewirkt. So, Einheitenaufwertung. E, um das auf... Okay. Kosten Weichstein. Okay. Wo bin ich denn jetzt hier? Das heißt, ich kann jetzt hier bei den Einheiten gucken und bei den Aufwertungen. Und was habe ich jetzt hier? Verstärkte Sigmarit-Rüstung, Jäger der Vorhut, getarnte Pfade, verstärkte Latonium. Wir machen mal jedes hier, oder? Das erforschen wir jetzt einfach mal. Kostet halt dann irgendwie Geld. Ah, eine Watteschleife habe ich aber auch. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Achso, die gehören irgendwie, das, da kann ich nur wählen, eins von beiden. Also das kann ich auf jeden Fall machen. Und hier muss ich mich entscheiden, was ich jetzt haben möchte. Aber machen wir mal das hier. So, Warteschleife geht hier durch. So nach und nach wird es dann halt hier entsprechend dann aufgewertet. Gucken, hier haben wir noch ein Aufwertungsmenü. Was haben wir hier noch? Können wir noch was? Wir können. Können wir irgendwas noch machen? Ne, das haben wir schon. Wahrscheinlich kann man später auch noch höhere Einheiten irgendwie produzieren. Wir sind Liberatoren, die Feindbrecher Sigmas. Wenn ich das richtig verstehe, ist das auch direkt irgendwie, ne? Also ich muss da jetzt nicht noch einzelne Einheiten nochmal irgendwie aufwerten. Das ist global für alle dann irgendwie. Ja, cool. Dann latschen wir mal los. Das heißt, man kann dann hier in aller Ruhe forschen und einfach mit seinen Leuten schon mal ein bisschen loslaufen. Oh, was haben wir denn hier? Vermissten Jäger der Vorhut ausfindig gemacht. Die Oruks haben diese Jäger der Vorhut misshandelt. Diese wollen sich nun rächen. Liberatoren bereit für Befehl. Finde ich auch hier unten schön gemacht. Das ist so... Sieht schön aus. So, jetzt haben wir doch irgendwie auch
einen Speer gehabt, glaube ich, hier. Das hier sind... Oder? Habe ich keinen Speer gehabt? Weiß ich gar nicht. Das sind doch hier meine beiden Helden, die ich durch die Gegend schleppe. Okay, einen haben wir gefunden. Zwei sind hier irgendwo noch unterwegs verschollen. So, jetzt stehe ich halt hier vor so einem Felsen. Den kriege ich anscheinend auch nicht weg, den Felsen. Das heißt, hier muss ich jetzt erstmal wieder einen kleinen Umweg laufen. Ach, jetzt habe ich wieder hier die Taste gedrückt, gell? Ich will halt die Karte immer mit Q und E drehen. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie Q und E anders belegt haben. Aber vielleicht ist es auch sinnvoll für hektische Kämpfe, dass man einfach das besser das besser auswählen kann. Aber ich finde es schöner, die Karte so zu drehen, muss ich sagen. Ich bin nicht so dieser mittlere Maustastennutzer, stelle ich immer wieder fest. Ich vergesse ganz oft, dass es die gibt. Und irgendwie finde ich es immer krampfig. Also Maustart alles fein, ne? Aber so... Ich finde auch die Mäuse, die haben ja mittlerweile so total geile Funktionen, wie zum Beispiel auch mit diesem Links-Rechts-Scrollen am Mausrad. Vergesse ich immer, dass es das gibt. Wir hatten ja sowas nicht. Gut, so, dann muss ich doch jetzt hier wieder erstmal hin und dann wieder nach links laufen, ne? Nehmen neue Position ein. Wir haben einen Feind entdeckt. Wo denn? Ach, hier. Ja, dann gibt's noch Gemosche, wie ich gelernt habe. Oh, da kommen wir noch mehr. Da kommen noch mehr. Es ist halt gerade auch ziemlich linear, ne? Also man läuft halt tatsächlich so fest vorgegebenen Pfaden, aber wir sind natürlich auch immer noch in der Lernphase sozusagen. Wir suchen Sigmas Feinde. Ich spüre, wie Org-Magie gewoben wird. Seht euch vor. Ah ja, okay. Hier ist doch wieder so ein... Mein astraler Kompass könnte uns durch jede Gemeinheit der Orks führen. Okay, der astrale Kompass. Der geht aber gerade nicht, der astrale Kompass. Vielleicht, weil hier gerade rumgekloppt wird. Jetzt geht auch der astrale Kompass wieder. Ich weiß aber nicht, was er macht. Was ist das? Sturmgitz-Magie. Ah. Die haben mich... Soll ich jetzt ihn hier auswählen und dann? Okay, habe ich es wohl gemacht, ne? Dann müssen wir erstmal hier so ein bisschen rumkloppen. Und dann muss ich halt sehen, dass ich diesen Punkt einnehme, weil sonst kommen halt immer wieder Verstärkungen. Das ist halt ein wenig lästig, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir uns langsam mal hier auch ein bisschen auf den Weg machen, dass wir auch hier das hier einfach mal so ein bisschen einnehmen können, das Gebiet, ne? Deswegen laufe ich einfach jetzt mal hier rotzfrech vorbei. Jetzt bin ich mal gerade durch so eine Falle gelaufen, glaube ich. Das war wahrscheinlich so mittel, ne? Wo sind denn hier unsere Bogenschützen? Die können ja mal hier so Richtung runterschießen, oder? Und warum nehmen wir das jetzt nicht ein? Wo ist jetzt das Problem? Steht hier irgendwo noch irgendwas rum oder was? In Sigmas Namen marschieren.
Da unten steht noch irgendwas rum. Das heißt, ich muss jetzt eine Einheit haben, die irgendwie... die von den Oruks festgehalten wird. Aber wo denn nur? Hier neben oder was? So, kommen die klar? Die kommen einigermaßen klar. Dann können die doch hier einfach mal die Hütte hier klein kloppen, oder? So, jetzt wird's weniger, denn jetzt sind die Gegner alle aussortiert. Jetzt sollten die aber in die Richtung gucken, sonst ist es auch doof. Ja, der Obermufti, der kann auch hier mal ein bisschen. Herren, diese Jäger der Vorhut werden mit den Orks kurzen Prozess machen. Wo sind denn die Jäger der Vorhut? Bitteschön. Sind das die Jäger der Vorhut? Ah, das sind die Jäger der Vorhut. Ja, dann geht doch mal hier hin und kloppt euch mit, Leute. Nicht so schüchtern. So, die lassen wir jetzt einfach hier stehen, weil wenn hier Verstärkungen kommen, können die hier eigentlich direkt platt kloppen. Damit wir hier das Ding mal so ein bisschen erobern können. Wahrscheinlich ist dieser astrale Kompass halt, wo ich dann diese Fallen aufdecken kann oder so. Jetzt wird hier unten wieder gekloppt. Nee, es wird da gekloppt. Aber die bewegen sich dann schon auch. Also, die sind dann so ganz stumpf, dass die einfach da dumm rumstehen. Die bewegen sich auch schon ein bisschen. So, ich muss mal wieder kurz Nase putzen. Das müsst ihr euch ja nicht unbedingt angucken, ne? Was ihr so rascheln hört, das ist, weil ich so doof bin, die Packung aufzubekommen. Kennt ihr das, wenn dieses wiederverschließbar Klebeding abreißt und man kriegt dann die Packung kaum auf? Wieder. So, jetzt wird aber auch gebaut. Das heißt, hier unten kann jetzt eigentlich keiner mehr kommen. Dann können die wieder oben verstärken. Wir werden bis zum Sieg kämpfen. Wir können den Feind sehen. Wir werden angegriffen. Die Arbeit heute ist blutig. Das ist wohl wahr. Aber jetzt haben wir gleich den Punkt doch auch erobert. Vielleicht können wir hier den Jungs einfach schon mal so ein bisschen entgegenlaufen. Und jetzt gehört das uns doch, oder? Was kann man jetzt machen? Muss ich irgendwas Bestimmtes bauen? Ich glaube, ich mache das hier mal. Einfach, weil ich wissen will, was es ist. Jetzt sind natürlich meine Truppen auch ganz schön in Mitleidenschaft gezogen mittlerweile, ne? Vielleicht wäre es klug, sich irgendwie ein bisschen zurückzuziehen. Ich weiß nicht, ob die Dinger mich halt auch heilen oder ob das nur das Musterungszelt ist, was heilt. Aber hier gibt es anscheinend ganz schön starke Gegner, habe ich so den Eindruck. Was kann das hier, diese Ätherschwingenhorst? Kann der irgendwas Tolles? Kann ich hier nochmal Truppen aufwerten irgendwie? Nee, da habe ich schon aufgewertet wie ein Weltmeister. So, vielleicht wäre das jetzt auch ein guter Moment, einfach mal hier zurückzulaufen, oder?
Macht das Sinn, da zurückzulaufen? Vielleicht kann ich hier den Obermotz einfach mal hier stehen lassen. Bewegung jetzt. Nein. Ich wollte eigentlich, dass ihr alle dahin lauft. Ich wollte eigentlich nur die Einheit ausgewählt haben. Die ich gerade nirgendwo sehe. Da ist die Einheit. Wie kann ich die denn jetzt einzeln auswählen? So. So, da ist halt jetzt nichts mit Heilung. Ne? Die muss da jetzt einfach durch. Ich glaube, es ist nicht die. So, die anderen latschen jetzt gemächlich hier ein bisschen zurück. Es ist also auch durchaus, sage ich mal, so ein bisschen eine ruhigere Bewegung. Machen die nur Show oder machen die gleich Stress? Ja, jetzt kommen sie. Dann gehe ich mal ein bisschen weg. Macht das Gebäude jetzt eigentlich auch irgendwas? Kann die noch irgendwas? Die kann hier zornige Vergeltung. Ja, macht die das jetzt, oder? Die endlose Schlacht geht weiter. So, was machen denn hier die Einheiten hier unten? Die werden doch jetzt geheilt wie ein Weltmeister, oder? Der eine ist ja schon irgendwie auch ganz schön übel dran. Gibt es dann eigentlich auch mehr Einheiten, oder? Also kriegt der wieder mehr Leute, oder bleibt der bei einem Hänsel? Nee, ich glaube, das gibt mehr dann. Ja, gibt mehr. Ja. Ah, die schafft das schon, oder? Die kann da durchziehen. Ich kann natürlich auch hier schon mal so ein bisschen Verstärkung schicken. Und die sind auch wieder vollzählig. Die können dann auch so ein bisschen verstärken. Wie sie das so durcheiern, das ist ja schon auch ein bisschen lustig, ne? So links und rechts so. So, die hier lassen wir noch ein bisschen vor sich hin heilen. Sie hat hier alles platt gemacht, das ist ein Gedicht. So, die anderen kommen jetzt auch langsam. Liberatoren warten auf Befehle. Der astrale Kompass weist uns den Weg. So, jetzt sind doch gleich wieder alle glücklich vereint. Die hier kommen jetzt auch als Verstärkung. Komm, das gucken wir uns nochmal an, wie die da durchwatschen. Finde ich echt cool gemacht. Ja, komm, ihr unterstützt den mal ein bisschen. Klopft euch mal mit denen. Unsere Feinde kommen über mich. Stimmt doch gar nicht. Die Feinde sind doch eigentlich relativ platt gemacht, oder? Habe ich einen Feind übersehen? Hier ist irgendein roter Punkt in der Mitte. So, da kommen Feinde. Komm, gib ihm. Der kleine Nachzügler, der kann ja dann irgendwie ganz frisch in die Schlacht einsteigen. Wo Sigmar befiehlt, gehorchen wir. Wir bahnen einen Weg. Ich habe einen weiteren Trupp Jäger der Vorhut. Ja, genau, den holen wir jetzt raus. Den Jäger der Vorhut, der hier so ganz einsam und alleine irgendwo da in diesem Gefängnis sitzt. Unsere Feinde stellen uns auf die Probe. Hier kann ich gar nicht langlaufen, oder kann ich auch hier langlaufen? Doch, hier könnte ich auch langlaufen. Die Orks haben diese Jäger der Vorhut misshandelt. Diese wollen sich nun rächen. Das dürfen sie. So, jetzt können wir hier oben langlaufen. Wir hätten aber auch da unten langlaufen können, ne? Jetzt ist das hier aber gar kein so ein Ding, was so in diesem Einflussbereich ist, ne? Vielleicht wäre es klüger gewesen, doch hier unten lang zu gehen. Oha, was haben wir denn hier?
Komm, wir machen mal einen Sturmangriff, oder? Wir machen hier mal... Zack. Oh, da war aber vorher platt. So, dann können wir jetzt einfach mal von hier oben angeschlichen kommen. Da kommen halt jetzt immer welche hinterher. Wir laufen einfach schon mal hier in die Richtung, damit wir es gleich irgendwie nach Möglichkeit übernehmen können. So, ich würde gerne nochmal einen Sturmangriff machen, ob der echt was bringt hier, ne? Das machen wir einfach mal mit diesen hier, ne? So, zack. Komm, Sturmangriff, Attacke! So, der ist betäubt und schon ist er plattgehauen. So, jetzt müssen wir erst diese Hütte hier kaputt machen. Und wenn die Hütte kaputt ist, können wir wahrscheinlich den Punkt dann langsam erobern, sofern denn die Gegner alle weg sind. So, da seht ihr, jetzt geht das hier wieder runter. Das heißt... Wir müssen jetzt die Stellung halten und dann gehört es uns. Und dann haben wir wahrscheinlich auch hier die Mission erfüllt. Gucken, gibt es hier irgendwie was Tolles? Ne, Aufwertung haben wir durch. Einheiten können wir momentan auch nicht rotieren, weil wir hier nicht genug freie Armeeplätze haben. Oha, was passiert denn hier unten? Seht ihr das? Da wollten die doch gerade original meine Festung erobern. Lasst uns jagen. Dann bringen wir mal so eine Einheit mal hier runter. Das erscheint mir sinnvoll. Ah, das war's, glaube ich, jetzt. Ha! Die Maden glauben, sie marschieren einfach durch, erobert das ganze Land zurück und piekst ordentlich, Jungs. Die Orks reden schon ein bisschen süß. Habe ich gerade Orks gesagt? Tut mir leid. Sigmars glänzendem Bart. Ihr habt ja alle Hände voll zu tun, Sigrun. Aiden, ich habe euch nicht so bald zurückerwartet. Ich hörte die Uruk-Kriegsschreie und habe so viele Truppen gesammelt, wie ich konnte. Azir sei Dank, dass ihr es getan habt. Unsere Jäger der Vorhut sollten mit diesen Uruks kurzen Prozess machen. Der Feind erobert unsere arkane Leitung. Was ist da denn los? Was ist das denn hier für einer? Hab ich da nicht eben eigentlich eine Einheit hingeschickt? Wir sind die herrschende Klinge. Klinge, Stiefel, was immer nötig ist. So, was können wir jetzt hier hinstellen? Och, machen wir einfach das hier, oder? Besser als nix. Oha, hier haben wir was verloren. Haltet Moderfang auf. Wo ist er denn, der Moderfang? Ich glaube, der ist hier unten irgendwo, oder? Hier ist es halt ein bisschen schnodderig, deswegen gehen die jetzt wieder alle so langsam hier. Wo sind denn eigentlich die anderen? Hier sind noch welche, guck mal. Die habe ich ja wieder komplett vergessen. So, hier, der Mutterfang. Der wird jetzt erstmal klein gekloppt. Wenn die hier einfach aus dem Sumpf mal draußen sind, dann geht es hier richtig ab. So, ha, hast du jetzt davon, Mutterfang. Ja, gewonnen. Ja, Kapitel 2 der Kampagne war das jetzt. So, was haben wir denn hier? Belohnung, blassblaues Sigmarit, silberner Gottkönig. Ja, das ist fein. Okay. Da kann ich anscheinend irgendwie so ein bisschen meine Darstellung irgendwie machen.
Offensichtlich habe ich optionale Herausforderungen abgeschlossen. Man sieht ja so ein bisschen noch, was hier so Bedingse war. So, was haben wir denn hier? Kapitel 1 haben wir, Kapitel 3 in der Düsternis, wenn man über die Quelle da macht. Ja, okay. Was ich aber jetzt gerne noch gucken würde, wäre, wenn wir mal ohne Kampagne was machen. Und zwar erstellen wir mal so ein KI-Scharmützel, würde ich sagen. Allianz 1 haben wir hier. Wie funktioniert denn das jetzt? Da hätte ich doch gerne Schwierigkeit Mittel, ist doch einfach jetzt erstmal in Ordnung. Ach, hier können wir verschiedene Skins uns irgendwie reinhauen. Was haben wir hier? Fraktionen. Ach, guck mal, man kann auch hier als die Moorpischer und wenn aber hier... Achso, ich hätte einfach mit der Maus drüber bleiben sollen. Jünger des Sinch. Nachtspuk. Ja, interessant, oder? Wollen wir mal hier einfach, die sehen doch schön grün aus. Dann nehmen wir doch die mal. Die kennen wir ja auch schon. Dann nehmen wir mal die hier als Gegner. Bot-Einstellungen. Ja, machen wir leicht, oder? Und sagen, wir sind bereit. So. Dann kämpft hier der Hexenkönig, der Nazgul, mal gegen die... Ach nee, das war was anderes. Ach so, da sind wir schon. So, okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben hier unsere Einheiten. Kettengeister heißen sie. Wir haben hier irgendwie offensichtlich den Obermuff. Und hier sind jetzt anscheinend verschiedene Plätze. Hier ist, wo ich Einheiten rekrutieren kann. Ah, man sieht hier, ich kann auch heftige Aufwertungen machen mit der Zeit. Und machen wir hier einfach nochmal ein paar Rekrutierungen. Und vermutlich muss ich jetzt hier irgendwelche Plätze erobern. Also der Gegner ist hier kräftig am Erobern. Wir machen da jetzt mal kräftig mit. Das heißt, wir lassen ihn, lassen wir jetzt mal... Nein, ich will doch nur... So, die laufen jetzt mal dahin, er läuft da oben hin und dann wird hoffentlich hier alles kräftig erobert. So, Eroberung erfolgreich. Das ist ein Siegpunkt. Okay, das hier ist wahrscheinlich da, wo ich dann bauen kann. Da gibt es dann auch hier Punkte dazu. Das heißt, ich kann hier Einheiten noch ein bisschen. Feiglingsdrohngarde. Das klingt ja jetzt auch nicht so, als wären das die Oberburner, ne? Egal, wir nehmen die trotzdem. Viel mehr Möglichkeiten habe ich auch nicht, ne? Wir haben die Feiglingsdrohngarde. So, dann können die auch hier schon mal hinlaufen. Das ist doch fein, dass die Macht wächst. So, jetzt können wir doch hier irgendwas hinbauen, oder? Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Mortalis Terminexus. Beschwörung einer zusätzlichen Einheit. Arkanlang über einen Weichstein. Entfernt den Kriegsnebel. Gut, das kennen wir schon. Da können wir anscheinend noch ein bisschen was entsperren. Das sind also anscheinend die Gebäude, die wir dann halt in dieser Fraktion so haben. Ich habe aber nicht genug Führungsgedingse. Muss ich ein bisschen warten, ne? Aber ich könnte ja hier schon mal eine Truppe hinschicken. Der Siegpunkt ist einfach nur ein Siegpunkt. Der ist, der macht, glaube ich, nichts. Nö, der macht nichts. Der hat aber schon zwei Siegpunkte, der Schluri hier oben. Da, ich habe... Er hat zwei, ich habe einen. Und was passiert hier? Ah ja, ich muss seine Siegpunkte senken. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Da kann ich doch eigentlich die hier auch schon mal nach unten schicken. Oha, hier wird doch jetzt... was sind das hier für Biester? Was sind das denn für Biester? Aber hier kann ich doch jetzt was bauen.
Hier kann ich doch jetzt hier so ein Ding bauen. Das erhöht hier irgendwie so meine Produktion. Und hier kommt aber auch schon wieder... Ach, jetzt fängt es an, hektisch zu werden. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal ganz schnell den Strylka irgendwie eins auf die Mütze geben. So, man erkennt offensichtlich die mangelnde Erfahrung, die ich hier an den Tag lege, weil wir erinnern uns, der Gegner ist Schwierigkeitsstufe leicht. Oh, das ist ein schöner Bauch. Heidewitz, habt ihr diesen Bauch gesehen? Der war ja schön. Feindliche Vorstöße sind gefährlich. Das heißt, er hat hier gleich gewonnen, oder was? Weil ich irgendwie gnadenlos überrannt werde. Oder? Woher die denn alle her? In 0, nix. Also ich bin, glaube ich, in dieser Art von Spiel, ich bin da einfach zu langsam. Ich muggel mir da immer irgendwie so mit so ein paar Einheiten einen ab und dann kommt der Gegner und hat irgendwie 2 Millionen Einheiten und überrennt mich einfach nur gnadenlos. Unsere Krieger fallen erneut. Oh, was haben wir hier? Ritter des Grabtuchs. Den wollen wir doch haben. Ach, das ist der Held. Der ist mittlerweile tot. Okay. Kettengeist hätte ich vielleicht nehmen sollen. So, aber... Hier habe ich schon mal erfolgreich erobert. Das will ich aber eigentlich hier erfolgreich erobern. So, hier mal schnell hinlaufen. Ich werde vor. Oh, hier, die laufen natürlich jetzt direkt ins offene Messer, ne? Von diesen komischen Horrorbiestern. So, ja, hier, macht den Helden aber jetzt wohl platt, mein Held, oder? Guck mal, der hat doch hier kaum Stärke, oder? Machen wir mal hier geisterhafte Wut, die bringt's bestimmt auch voll. Ich bin mir immer so ein bisschen unsicher, ob ich das jetzt ausgelöst habe oder nicht. So, der ist schon mal platt. Aber dafür sind auch sämtlichst meine Einheiten auch irgendwie platt. Nee, doch nicht so wirklich. Doch, alle, die ich dahin geschickt habe, sind platt. Aber vielleicht sollte ich dann auch... Moment mal, hier ist doch schon wieder was verloren gegangen. Das ist aber auch stressig hier, ne? Ich müsste vielleicht auch mal wieder hier so ein bisschen... Na guck mal, hier sind noch haufenweise Einheiten. Kommt, lauft mal dahin. Macht euch mal nützlich. Stimmt, ich kann ja auch einen Sammelpunkt setzen. Dann kann ich auch direkt sagen, lauft einfach immer dahin. Die stehen natürlich auch einfach da rum und gucken zu, ne? Die machen da so richtig nichts. So, dass die mal angreifen würden oder so. Kann ich hier eigentlich was bauen jetzt endlich mal? Kann mal was bauen, wie schön. So, hier kommt doch Verstärkung. Hier gibt es wieder irgendwie ein bisschen auf die Mütze. Hier. Kommt. Gebt euch ein bisschen Mühe. Die stehen echt einfach da rum und gucken blöd in der Gegend rum, oder? Da hat er mal so ein bisschen mit zu kämpfen. Ach, da sind ja noch welche. Ach, da war doch irgendwas. Aus diesen Horrorbiestern kamen kleine Horrorbiester oder so, ne? So, hier kommt kräftig Verstärkung. Hier geht schon wieder alles in Bach runter. So, die können auch jetzt mal hier. Eroberung erfolgreich. Okay, jetzt muss ich den hier nur noch platt machen. So, passiert hier eigentlich irgendwas? Ja, der macht hier gerade meine Hütte kaputt, ne? Aber ich kann doch nicht überall gleichzeitig sein. Der kann das natürlich, der Computer, ne? Der ist da locker drauf. Wir verlieren eine Verbindung zu Shaish. Was verlieren wir? So, haben wir das jetzt hier, oder was? So, dann können die doch einfach mal hier jetzt ein bisschen zur Unterstützung eilen.
So, die kommen jetzt mal auf die 1. So. Ich würde hier gerne auch mal einfach was bauen. Einfach nur, damit das hier belegt ist, gell? Achso, also hier mit diesen Zelten quasi, also mit diesen Einheitsrekrutierungsdingern, da habe ich dann auch das Einheitenlimit, kann ich dann erhöhen. Hier ist doch schon wieder der Obermupti unterwegs, oder? Was macht der denn mit mir? Ihr seht schon, ich muss hier mal mit vereinten Kräften auf den Torf gehen. So, kann ich jetzt hier so ein Zelt bauen? Das würde mir gefallen. So, wir kämpfen mal hier kräftig gegen diesen Obermuffi. Hier oben, das sieht nicht so gut aus für mich, ne? Das ist jetzt auch irgendwie... Könnte besser laufen. Hier könnten wir auch was bauen. Wenn ich denn genug... Fähnchen hätte. Also Führung. Ja, greift ihr auch mal diesen Typen an in der Mitte? Stehen die drumherum, gucken zu, ne? Also nicht zu fassen. Wo denn jetzt schon wieder? Wo denn jetzt schon wieder? Leute! Feindliche Eroberung erfolgreich. Passiert hier auch nichts mehr, ne? Das pausiert jetzt, oder was? Weil ich... hier gerade diesen Typen hier nicht klein bekomme. Ja, wie kann der denn einstecken, ey? In der Tat eine Heldeneinheit, würde ich mal sagen. Die kommen auch alle gar nicht so richtig an den Twan, ne? Und viele von denen stehen auch einfach nur da und gucken zu. Aber wir ziehen das jetzt trotzdem mal hier durch, in der Hoffnung, dass das nicht alles komplett in den Bach runtergeht. Guckt euch das mal an, hat auch funktioniert. So, eine Einheit bleibt da. Eine Einheit, habe ich gesagt. Die sind aber auch bockig, die Typen, oder? So, gut, bleiben mal zwei Einheiten da. Beziehungsweise die kann auch noch hier rüber. Nee, vielleicht bleibt die Einheit auch noch da. Ich will ja oben das Gebäude mal fertig kriegen. Kann ich das auch irgendwie reparieren? Man weiß es nicht. Repariert er sich alleine? Bleibt er kaputt? Wagen über Fragen. Hier passiert doch schon wieder irgendwas. Okay, das habe ich aber jetzt irgendwie relativ schnell klein gekriegt, habe ich so den Eindruck. Aber hier die Typen müssen noch weg. So, ihr bleibt bitte mal hier stehen. Ihr bleibt bitte mal hier stehen. So, und ihr müsst jetzt einfach mal hier das Gesocks hier einfach weghauen. Was machen die da eigentlich? Ja, wann ist denn das hier endlich mal fertig gebaut? Weil die jetzt hier noch im Weg sind, oder was? Und die stehen wieder einfach nur rum, ne? Die stehen wieder einfach nur rum. Komm, hau die doch einfach mal weg hier, die Deppen da. So, aber statt hier irgendwie gut zu stehen, könntet ihr doch eigentlich mal hier hinlaufen und das vielleicht mal erobern. Hat sich jetzt eigentlich hier irgendwas verbessert? Ja, der heilt sich alleine, das Gebäude. Das ist doch erfreulich. So, haben wir jetzt bald hier auch mal das Ding fertig oder wo hängt es jetzt eigentlich? Wo hängt denn das jetzt dran? Wegen denen jetzt hier oder was? Und die stehen wieder einfach nur da rum und gucken einfach nur, ne? Also das ist schon ein bisschen sehr, sehr Mikromanagement-lastig, würde ich mal sagen. Gegen was kämpfen die jetzt hier? Warum kriegen die hier so die Hucke voll? Die Toten, die...
Ich glaube, ich habe auch gar keine Helden-Einheit. Kann das sein? Ich habe, glaube ich, meine Helden-Einheit irgendwie vergessen. So, komm, wir bauen hier nochmal so ein Ding. So, kann ich jetzt eine Helden-Einheit bekommen? Hier, bitte das Grabtuch, Held. Komm, gib ihm. Da brauche ich aber... Was brauche ich denn dafür? Zeit, einfach nur Zeit. Okay. Hier, das nervt mich ein bisschen, dass sie einfach da rumstehen und nichts machen, ne? Das ist schon ein bisschen dann neu. Ein Ritter des Grabtuchs ist hier. So, was ist jetzt hier los? Warum wird das jetzt noch nicht fertig gebaut? Muss man das verstehen? Warum passiert denn hier nichts? Hier, weil hier oben jetzt wieder welche kommen, oder was? Oder was ist das Problem? Warum kann der das denn nicht hier fertig bauen? Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich doch hier eigentlich alle größtenteils weggeklobbelt. Ich habe übrigens hier 0 Punkte hier, ne? Seht ihr das? Ich verstehe halt nicht, warum der das hier nicht fertig baut. Das Gebiet gehört komplett mir. Ach so. Ich darf nur eine bauen, oder was? Ach so. Ach so. Muss ich jetzt hier... Nee, das ist mein Kommandoposten. Aber ich kann aufwerten. Guck mal, ich kann hier noch ein Pimpen. Ich verstehe halt nicht... Also ich habe nicht verstanden, dass ich anscheinend hier nur eins von haben darf. Weil hier steht ja tatsächlich auch bestehende Bastionen zerstören. Na. Okay, Zeit abgelaufen. Viele Fragezeichen, ich komme mal zu einem Fazit. Ja, ja, das ist alles fein. So, wo kommen wir denn hin? So, wir sind im Hauptmenü und wir ziehen ein Fazit. Also, grundsätzlich finde ich es von der Grafik hier wunderschön. Also wirklich, es ist wunderschön gemacht. Es sieht richtig toll aus. Die Vertonung ist klasse, gefällt mir sehr gut. Auch die Sprecher sind sehr gut. Wo ich ein bisschen mit fremdle... Achso, die Steuerung, erzähle ich immer noch was dazu. Also Maustastatur... Geht bis auf Q und E. Da hätte ich gerne die Karte mitgedreht, aber das ist halt für andere Funktionen vorgesehen, sei es drum. Gamepad kann ich wenig zu sagen. Machte irgendwie einigermaßen Eindruck. Ich fremdel aber so ein bisschen mit dem Spiel als solches. Also, ich finde es nicht schlecht. Ich fand jetzt in diesem Einzelgefecht, was ich hatte, was bei der Kampagne mir jetzt nicht so vorgekommen ist, fand ich das ziemlich murksig, dass ich meinen Leuten immer wieder den Befehl zum Angreifen geben musste und die nicht einfach selber was machen, wenn sie angegriffen werden. Also die bleiben dann einfach da stehen. Das fand ich ein bisschen doof. Das wird dann so ein bisschen sehr Mikromanagement-mäßig. Also ich muss ja dann wirklich ständig an 15 Ecken gucken, ob meine Einheiten sich verteidigen oder ob die einfach nur dumm rumstehen und sich beschießen lassen. Das fand ich nicht so gut. Hat mir tatsächlich auch ein bisschen den Spaß verdorben an der letzten Mission. An den Kampagnenmissionen hatte ich meinen Spaß. Ja, ich tue mich da echt gerade noch so ein bisschen schwer, weil auch so das Basenbauen ist schon sehr rudimentär, oder? Also ich habe auch gerade eben in dem Einzelkampf nicht verstanden, warum ich dieses Gebäude nicht fertig bauen konnte. Da stand ja irgendwas, erweitert was, und dann steht aber, ich muss eine bestehende zerstören. Oder bezog sich das auf die und warum war da so eine Sanduhr oben drüber? Also das habe ich nicht verstanden, was ich da machen sollte. Fand ich jetzt echt ein bisschen schade. Und es ist wieder so ein bisschen das übliche Problem, was ich manchmal bei solchen Spielen habe, dass man selber irgendwie nicht in die Pötte kommt und der Gegner kommt einem mit einem Übermacht reingerannt und ständig und immer und überall.
Jetzt hat der wahrscheinlich nicht das Problem, dass er ständig gucken muss, ob er sie die Dinge auch zum Angreifen bewegt. Also ich pendel momentan, was die Fähnchen betrifft, zwischen einer 4 und einer 5. Also eigentlich grundsätzlich finde ich das Spiel gut. Hier dieser letzte KI-Fight, der hat mir irgendwie so ein bisschen, das fand ich ein bisschen murksig. Das hat sich nicht so richtig gut angefühlt. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Dawn of War gespielt habe, ja, da hatte man natürlich auch immer so Situationen, dass eine Übermacht da war, aber die haben sich übrigens selber verteidigt, die Leute. Und hier standen die jetzt einfach nur drum rum. Vielleicht lag es jetzt auch einfach an dem Volk, was ich gewählt habe. Das kann ja auch immer mal sein. Von daher, ich riskiere mal die 4 Fähnchen. Ich riskiere mal die 4 Fähnchen, weil ich es grundsätzlich, also das Spiel grundsätzlich finde ich schon sehr schön gemacht. Und die Kampagne spielt sich auch gut. Aber so richtig der Funke übergesprungen, dass ich richtig heiß bin, jetzt hier weiter zu spielen und sage, yo, ich hole mir auch mal einen Kumpel dazu und wir machen auch mal mehr Spiele und wir geben uns hier gegenseitig auf die Hucke. Das Gefühl hatte ich jetzt so richtig nicht. Das habe ich bei Iron Harvest habe ich gehabt, da habe ich wahnsinnig viel Spaß gehabt, auch bei den Skirmish-Gefechten. Bei Age of Empires auch, ja. Bei Realms of Ruin jetzt nicht ganz so. Mag sein, das ist jetzt eine böse Fehleinschätzung von mir. Also wie gesagt, die 4 Fähnchen sind auch eher so der Hang zur 5. Aber irgendwie, ich kann es noch nicht so richtig greifen. Vielleicht fällt es mir ein, wenn ich später die Rezension runtertippe. Irgendwas fehlte mir da jetzt hier noch so ein bisschen. Kampagne super. Die ist toll erzählt. Also ich glaube, für einen Singleplayer toll. Also ich bin ja eigentlich auch Singleplayer und würde jetzt mehr auf die Kampagne gucken. Aber wenn man trotzdem dann ab und zu mal so ein Einzelgefecht machen kann und kann da Spaß haben, ist das toll. Es ist halt wirklich nervig, was mich wirklich gestört hat. Ich wiederhole mich, dass ich meinen Leuten jedes Mal wieder den Befehl geben muss, jetzt greif doch mal da an. Die blieben dann einfach irgendwie so stehen und wurden beschossen und beschossen und beschossen und blieben da einfach stehen und haben nichts gemacht. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie da einfach mal ein bisschen auf den Gegner loswerden und hätten gesagt, ey, hier, ne, beschieß mich nicht. Gut, vielleicht habe ich es auch falsch eingeschätzt. Vielleicht kennt ihr das Spiel besser als ich. Vielleicht habt ihr einen besseren Eindruck. Vielleicht könnt ihr was zu den Kritikpunkten erzählen. Ansonsten, wer eine schön erzählte Kampagne haben möchte, in einer wirklich super guten Grafik, die fand ich richtig, richtig gut, der findet hier ein schönes Spiel. Wer vielleicht so ein bisschen auf Skirmish-Gefechte steht, weiß ich nicht. Da habe ich kein Gefühl so richtig, ob das hier richtig geil ist. Also vor allem, ich finde auch dieses Bauen auf diesen einzelnen Punkten finde ich auch ein bisschen schade. Wenn ich das großartige Schlacht um Mittelerde mir angucke, da gab es ja auch diese Baupunkte. Aber das waren dann immer so größere Bereiche, wo ich auch ein bisschen was zum Rumbauen konnte, wo ich auch Verteidigung einbauen konnte und so weiter. Das hat mir mehr Spaß gemacht, weil da konnte man sich schon Stückchen für Stückchen in der Karte so ein bisschen vorkämpfen, konnte seine Position zumindest befestigen, dass sie ein bisschen länger halten. Das habe ich jetzt hier auch so ein bisschen vermisst. Also ich habe dann halt irgendwo ein Gebäude und dieses eine Gebäude kann dann eine Funktion machen. Und ich kann halt keine Verteidigungstürme drumherum stellen. Ich müsste dann mit Einheiten verteidigen oder so. Das hat sich für mich ein bisschen komisch angefühlt. Ja, 4 Fähnchen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid oder wenn ihr die gleiche Meinung habt. Ich bin für jeden Kommentar dankbar. Auch der Algorithmus freut sich dann immer wie ein Schnitzel, wenn ihr was schreibt. Ansonsten Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr mir eine Freude machen wollt, abonniert diesen Kanal. Das macht mich super glücklich. Und ansonsten macht Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt gesund, fangt euch keine Erkältung an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.